Assassin's Creed Valhalla. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Ja, ich will nicht lange vorweg irgendwas sagen, wir starten direkt das Spiel. Still, ihr Kinder der Götter, hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde und keinen Himmel, kein Gras. Bis das Feuer auf Eis traf im weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet, doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Da bist du ja. Ja, und wir starten mit einem kleinen Jungen. Können wir denn hier überhaupt irgendwas machen? Wahrscheinlich sollen wir nur rausgehen, aber wir schauen natürlich trotzdem mal eben nach. Och, das nenne ich mal ein dicker Bärenkopf. Also wir können ja anscheinend überhaupt nichts einsammeln, sondern müssen wirklich rausgehen. Aber ich möchte mir trotzdem die Umgebung hier mal so ein bisschen angucken, weil... Naja, wer von euch selber Teso spielt, weiß, dass jetzt gerade aktuell auch die Nords ziemlich gefeiert wurden. Und da schaue ich mir doch auch diese Umgebung hier gerne mal an, weil das ja alles so stilistisch... Hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Ähnlich. Okay, möge es mich tragen. Wohin soll es mich denn tragen? Ich weiß es nicht genau. Ich kann auch gar nichts groß machen. Ich kann nur hier... Na, da bist du ja, kleine Dringer. Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Ava. Hast du den Reif? Ja. Und nun zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwa so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dürbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Mhm. Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Ava. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Mein Schwert dürstet nach Blut. Ich bin bereit für den Kampf. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. Wir gehen natürlich gleich mit, aber wir tanzen erstmal eine Runde. Schade, dass man nicht allzu viel davon sieht. Kann man denn hier abbrechen? Ja. So, der König, der war da hinten. Also, ich weiß nicht genau. Eigentlich sieht's aus wie ein Junge, aber es hat hübsche Augen gehabt wie ein Mädel. Du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss zwei große Langschiffe wert sein. Gib es her. Ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst.
Aber dann bekommst du kein Met. Warum auch in dem Alter? So, darf ich mal hier durch, bitte? Blöder Erwachsene. Wenn du mit dem König sprichst, halte ihn ins Licht, damit er die feinen Details sieht. Siehst du? Ich habe seinen Namen in Runen eingraviert. Zeigst du es ihm? Mhm. Du bist genau wie dein Vater, kleine Kriegerin. Skoll, auf dich! Skoll! Siehst du? Sie stimmt zu. Wusste ich doch, dass es ein Mädchen ist. Obwohl die so komische Männerhaare hat. Kahl rasiert. Kann ich mich jetzt endlich mal zum König bewegen hier? Und? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf den Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Ja, ich fand's auch unheimlich lustig. Vor allen Dingen bestimmt auch der Typ, der sich gerade den Hals gebrochen hat. Wieso schickt er mich? Ah, okay. Eivor, warte. Mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odins Met und Stärke bringt. Den Mut und Ehre ringt. Ein Krieger fällt bei Kyria. Ein Krieger fällt bei Kyria. Nach Wallhalde der Held. Nach Wallhalde der Held gewacht. Das Horn für die große Ja, wann denn? Tja, ich wollte gerade noch sagen, das mit dem Singen üben wir nochmal, aber das fanden die draußen so schrecklich, die haben uns direkt angegriffen. Okay, können wir eigentlich laufen? Verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Ich will aber mit ihr sprechen und sie angucken, nicht da hinten hingucken. Ich kann die nicht mit ihr sprechen, schade. Ja, irgendwie wird man hier gezwungen, dann doch rauszugehen, habe ich so das Gefühl. Eivor! Ja.
bitte. Sigurd! Kirti, beende das Blutvergießen. Oh, das werde ich. Fahr nach Valhall. Feuer! Sigurd, in das Pferd! Na gut, warte hier. Ich hab dir einen Handel vorzuschlagen, Trellhure. Akzeptiere dein Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Nein! Tötet sie alle! Datenströme, die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht, wieso. Behebt das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Ach ja, diesen Scheiß hatte ich schon mal. Daran erinnere ich mich. Und ich habe gerade schon gedacht, dass irgendwie das Spiel kaputt wäre. Okay, lass den Animus entscheiden. Wir nehmen natürlich die weibliche, das ist doch klar. Auch wenn die sehr männlich aussieht. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18. Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben.
gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest ihres Trupps! Lass sie leiden! Eivo Wolfsmal ist nicht mehr! Dieser Name ist für die Welt gestorben! Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Eine Bewegung. Ich stech dir die Augen aus, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Fest für dich, Sühnen. Meine Leute sind in Gefahr. Sei meine Augen. Durch Ehre gebunden. Okay, bewegen ist klar, Kamera ist auch klar. Finde und rette deine Besatzung. Dann schauen wir mal eben, was wir alles machen können. Also, wir haben wieder eine Übersicht, wo wir dann schauen können, was wir anhaben und später dann auch wechseln können. Wir haben eine Map, sehr schön. Da oben ist wahrscheinlich unser Ziel. Quest ist klar. Ja, ja, ja. Ach ja, ist ja gut. Codex, was ist das denn? Datenbank, Informationen zur Welt und ihren Bewohnern, Tutorials, alles, was du bisher gelernt hast. Ja, bisher habe ich noch gar nichts gelernt, weil ich ja nur nichts machen konnte, außer hin und her laufen. Gruppierungen, 2 Räuber und Wikinger, Regionen, okay, das ist alles ja nicht so. Ach so, Fertigkeiten, da könnten wir mal kurz reingucken. Wir haben natürlich noch keine Fertigkeitspunkte, Stampfen, Gesundheit und so weiter. Schleichen der Kundschafter, in den Rücken fallen, das ist wahrscheinlich dieses, ja, ich sag mal eher Assassinenmäßige. Wir spielen ja diesmal keinen Assassinen mehr. Verleiht allen Ausrüstungsstücken, die zu Raben passen, einen Bonus. Ah, okay. Also es ist wohl sehr stark auch auf Raben ausgeprägt. Leider haben wir keine Mini-Map. Ich muss zu ihnen. Ja, ja. Können wir hier irgendwie was zu essen mitnehmen? Achso, mit Y, okay. Besser. So, wie komme ich denn da rum? Das sind ja alles Berge, ne? Untersuche die Umgebung. Heißt, hier soll ich auch nochmal gucken? Oder heißt das nur, dass ich mich umsehen kann? Ah, okay. Moment, B. Ja, geh du mal da runter. Okay, der plündert nicht alles, was da in der Umgebung liegt, anscheinend. Na? Hat der das schon? Okay, er hat's schon. Gut, hier haben wir noch was. Gehen wir mal wieder raus. Ja, da das doch sehr ertragreich war, würde ich sagen, guck mal hier auch nochmal. Aber da ist nichts drin. War da noch was? Na? Nein! Achso, hier kann ich rein. Ja, fehlgeschlagene Angriffe. Du sollst das Ding zerbrechen. Wenn ich direkt davor stelle, gehe ich davon aus, dass das funktioniert. So.
Und hier noch was? Ich fühle mich besser. Das ist schön. Stärker. Das ist noch besser. Ich glaube, hier hinten sind noch Bären, oder? Nee. Doch nicht. Hier kommen wir nochmal rein. Mich wundert das nur, dass hier so gar keiner ist. Okay, da kann man hochklettern, das bringt aber nichts. Gut, ganz wichtig ist natürlich erstmal alles einsammeln, gerade am Anfang. Ja, 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 ich habe doch schon lange Y gedrückt. Nimm es auch an. Das hebe ich für später auf. Du hast genug Nahrungsmittel für eine Mahlzeit gesammelt. Wenn deine Gesundheit angeschlagen ist, verzehre eine Mahlzeit. Bereitet der die dann automatisch zu? Ich denke schon, ne? Und ich denke, meine Mahlzeit wird dann auch heilen sein. Also das kann ich jetzt nicht mehr. Ja, Proviant ist voll. Okay. War das jetzt das, wo ich eben drin war? Nee. Schön plündern. So. Hier ist nichts zu plündern. Da ist so viel an Nahrung liegt hier rum, ne? Und man kann nichts plündern. Sauerei. Okay. Haben wir jetzt hier alles? Da waren wir drin, da waren wir drin. Ja, ich denke. Moment hier. Gut, dann machen wir uns mal auf, würde ich sagen. Die erste Folge, denke ich mal, wird ein bisschen länger dauern. Was ich auch ein bisschen seltsam finde, dass die Grafik so überhaupt nicht nach 2K aussieht. Also zumindest, wenn wir uns jetzt so die Umgebung anschauen und sie mal anschauen. Sieht doch irgendwie seltsam aus. Aber ich habe vorhin geguckt, also sie stand definitiv auf 2580. So, wo müssen wir denn hin? Ich hasse es, wenn Spiele keine Minimaps haben. Wenn ich übrigens ein bisschen, was war das? Kind oder Tier? Da hinten war was. Ach, neues Gebiet entdeckt. Hab ich mich jetzt gerade erschreckt. Okay. Ja gut, aber ich muss ja da oben hin. Moment, erreiche den Aussichtspunkt? Ah, okay. Es ist schon so lange her, dass ich Assassin's Creed gespielt habe, ehrlich gesagt. Aber so ein paar Sachen, das sind ja immer sehr markante Sachen, wo man sich dann doch wieder dran erinnert. Kann ich da hoch? Ja. Du sollst da eigentlich hoch, Mädel. Geht doch. Also ich könnte nicht so klettern, aber gut. So, die Synchronisation. Dadurch erfahren wir natürlich mehr über unsere Umwelt, wollte ich gerade schon sagen. Irrwalsnäs, wo der Eidbrecher meine Leute gefangen hält. Decks Gelegenheiten in der Umgebung auf. Genau, das meinte ich. Haben sie jetzt gerade schön erklärt. Und es gibt eine neue Schnellreise. Nee, da wollte ich jetzt doch, da wollte ich jetzt doch hin. Da. Das ist irgendwas im Wasser und direkt in der Nähe von da, wo ich hin muss. Okay. Ich muss aber in die Richtung. Wie komme ich da jetzt wieder runter, ohne dass ich hier sterbe? Ich kann mal versuchen, ins Wasser zu springen. Ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich sollte nicht zu lange in diesem Eisbad bleiben. Es war keine gute Idee. Aber es war okay.
So, was ich aber eigentlich eben noch gesagt haben wollte, wenn ich heute Morgen vielleicht ein bisschen verpeilt rüberkomme, könnte es daran liegen, dass ich seit... Oh, da hinten sind Leute. Kann man sich irgendwie ducken? Ich kann mich nicht ducken. Ich kann nur ausweichen. Das ist schlecht. Wieso kann ich mich nicht ducken? Das ist doof. Dann kann es daran liegen, dass ich im Moment Intervallfasten mache und generell etwas neben mir stehe irgendwie dadurch. Oder es liegt einfach daran, dass ich sowieso immer total verpeilt bin. So, mit dem Raben kannst du dir einen besseren Überblick über deine Umgebung verschaffen. Machen wir das doch mal eben. Was siehst du? Ja, gute Frage. Was sehen wir? Kann die wichtigsten Orte erkennen, Markierungen setzen. Da hinten ist was. Nee, das ist RT. Okay. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal der Ort, wo wir hin müssen. Aber finde ich schön, also ist es ein bisschen schade. Letztes Mal hatten wir ja, glaube ich, einen Bussard oder einen Adler. Ich weiß es nicht, ich glaube einen Adler, oder? Finde ich aber schön, dass jetzt eine Krähe dazu kommt. Zumindest sind es die Geräusche einer Krähe. Ich habe gehört, es sollte wohl ein Rabe sein, aber es sind die Geräusche einer Krähe. Okay. Ich denke mal, ich habe jetzt irgendwas aufgedeckt, was wir jetzt aufdecken sollten. Also kann ich hier mal rausgehen. Ich habe aber jetzt keine Gegner oder ähnliches gesehen. Hier sind überall Lager. Das Problem ist nur, wenn ich mich nicht anschleichen kann. Ja. Vor allen Dingen, die hat doch gar keine Waffen irgendwie, ne? Ja, doch, das ist ein Bogen. Ja gut, okay. Sie hat einen Bogen und sie hat... Kann man... Ah, okay. Damit hat man den Bogen. Und damit schlägt man dann normal. Okay. Gut, sollte man wissen, bevor man im Kampf ist. Die Zäune sehen so ein bisschen aus wie die, die ich in Teso habe. Ja, wie gesagt, die Grafik stört mich ein bisschen, dafür, dass es ja eigentlich 2K-Grafik ist. Also die ist nicht so dolle gemacht. Ist auch alles auf komplett hoch eingestellt. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Ja, das ist schön, dass du dich nicht sehen lassen sollst. Aber wenn du dich nicht ducken willst, wie willst du dich dann... verstecken. Wo sind denn überhaupt die Krieger? Ich habe keinen gesehen. Hm. Wir sind doch Wikinger. Von wegen nicht sehen lassen, das liegt uns nicht im Blut. Wir müssen kämpfen. Ich meine, ich mache das gerne. Muss ich dazu sagen, also ich liebe ja Assassin's Creed gerade wegen diesen Assassinen. Singendes Eisen. Da findet ein Kampf statt. Aspekt. Wieso darf ich mich nicht umsehen? Hallo? Soll ich dem helfen? Ah. Dark, du alter Hund. Du lebst. Oh ja. Hab mich vom Schwertchor weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwaldsnäs auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie, du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff.
So, damit haben wir Schlacht um die Nordwege freigeschaltet bzw. gestartet. Und ich würde eigentlich mal sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen und dass wir die Schlacht, die sich ja doch etwas länger anhört, dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.